Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Boah, jetzt habe ich wieder verschluckt. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das ist hier nur ein Kurzvideo, was um 14 Uhr erscheint, weil ich hatte gestern einen interessanten Kommentar erhalten. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich muss ihn mal ganz kurz einmal aufrufen. Ihr seht auch, es ist 10.41 Uhr am Dienstag, dem 29. August, also ganz alles tagesaktuell. Und zwar vor 13 Stunden. Habe ich folgenden Kommentar erhalten. Das mit den Skripten ist mega interessant. Die Inhaltsangaben zu den Containern werde ich mir sicher auch implementieren. Bei der Sache mit dem automatischen Zerlegen von großen Strukturen bin ich noch am Überlegen, ob es an Cheaten grenzt, weil es eine Automation ist. Ich würde mich aber sicher freuen, wenn du uns da neue Möglichkeiten im Spiel eröffnest, zeigst. Woher hast du die Info, dass zum Beispiel eine Verbindung zu den Containern herstellt? Ich habe ca. 7 Jahre etc. und so weiter. Ja, dann die Frage, ob es dann auch wie in Elite Dangerous Third-Party-Tools gibt, die das Ganze auslesen. So, so zu beantworten. Und zwar benötigen wir natürlich ein bisschen Unterstützung von einer Mod. Entschuldigung, und zwar ist das die Imperion Scripting Mod. Beziehungsweise das Imperium Scripting Pack, was wir auf der GitHub-Seite runterladen können. Ich zeige sie euch gleich. Links natürlich auch alle gleich in der Videobeschreibung. Ihr müsst das jetzt hier nicht von der Tafel hier abschreiben. So, wenn wir das Script-Pack runtergeladen haben, müssen wir das Ganze auch in unserem Imperium-Ordner einmal entpacken. Und zwar zu finden unter Steam, Steam Apps, Common, Imperium Galactic Survival Content und dann in den Ordner Mods rein und dann dort entpacken. Und wie man am leichtesten in den Game-Ordner kommt, ihr wisst es wahrscheinlich, in Steam Imperium auswählen, rechte Maustaste, verwalten, lokale Dateien durchsuchen und dann seid ihr schon direkt im Imperium-Ordner. Müsst ihr nicht lange rumsuchen, je nachdem, wie tief ihr das Game vergraben habt, beziehungsweise ja, wie auch immer. Gut, dann müssen wir in-game, beziehungsweise wenn wir das Game gestartet haben, müssen wir das EAC, das Easy Anti-Cheat, müssen wir das ausschalten. Weil dieses Easy Anti-Cheat ja, sagt dann halt, dass die Skripts dann halt, dass sie halt unter Cheaten fallen. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber ja. Auf jeden Fall, wir müssen dann unter die Option Sonstiges mit EAC starten, müssen wir dann Nein auswählen, dann erfordert das Spiel einmal einen Neustart, damit es neu gestartet und Easy Anti-Cheat ist dann deaktiviert und dann könnt ihr ganz normal in den Singleplayer rein und dann die, ja, die Skripts dann oder quasi dann mit Skripten loslegen. Und zum Skripten braucht man immer, das wird aber auch erklärt, die nützlichen Links packe ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung rein. Zum Skripten braucht man immer zwei Bildschirme. Einmal ein Bildschirm, in dem man das Skript hinterlegt und ein Ausgabebildschirm. Das ist jetzt wie hier in dem Bildschirm, es ist 10.44 Uhr und so weiter, am Dienstag bla bla bla. Das ist ein Skript, was gerade im Hintergrund läuft. Und zwar das Skript habe ich dann hier hinten in diesem Monitor, den ich jetzt, wo ich die Schriftfarbe ausgeblendet habe, steht dann hier drin, es ist und dann der Scripting-Teil und dann halt das, was ihr dann halt gerade alles gesehen habt und das wird dann hier vorne dann ausgeschmissen. Das Ganze gestaltet sich dann in den Geräten ungefähr so, ebenso als kleines Tutorial. Das LCD-Panel oder das LCD, der LCD-Name muss immer, der das Skript enthält, muss immer mit Skript Doppelpunkt anfangen und dann irgendeinen beliebigen Namen dahinter, worauf ihr gerade Bock habt. Das Ausgabe-LCD muss den Namen des Skripts haben, was ihr ausgesucht habt. Also ich habe es hier jetzt hier Skript Doppelpunkt Status genannt. Also muss man Ausgabe-LCD, wenn er dann dieses Skript hier anzeigen soll, was ich hier reingeschrieben habe, muss es halt Status heißen. Das gleiche ist wie hier mit dem Recycle-Info, wo das Skript zum Recyceln hinterlegt ist, muss halt der Ausgabebildschirm halt genauso heißen. Oder hier, wie war das, die Item-Anzeige und das Ausgabe heißt dann auch Item-Anzeige. Nur so mal eben ganz kurz erklärt. So, so viel dazu. Ich zeige euch mal eben ganz kurz die ganzen Quellenangaben, die ich hier habe. Hier die nützlichen Links. Hier stehen eigentlich mehr drin. Hier stehen eigentlich 4 Links drin. 1, 2, nee, 3 Links stehen hier drin.
als nützliche Links, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Das müsst ihr euch jetzt hier nicht alles aufschreiben. Wir gehen mal ganz kurz rein. Der Link zu der GitHub-Seite, das Ganze sieht dann nachher so aus. Ihr wisst ja, wie ihr dann GitHub zur Verwendung habt. Einfach dann auf die Releases klicken und dann einfach das aktuelle Imperium Scripting ZIP runterladen. Wurde am 10. Juni diesen Jahres das letzte Mal aktualisiert. Auf der Startseite von der GitHub haben wir auch hier so eine kleine deutsche Übersetzung, wie die Mod halt angewendet wird, beziehungsweise wie man es halt auch nochmal installiert. Das Ganze auch nochmal gestartet. So. Wofür dient diese Mod? Eine echte echte Spielinhalte direkt auf einem LCD ausgeben. Naja, echte Spielinhalte, das ist, okay, ich sag jetzt mal schlecht übersetzt. Auf jeden Fall Spieleinhalte auf dem LCD ausgeben. Man kann da noch ein bisschen viel Schindluder mittreiben, zum Beispiel mit dem Recyceln und Deconstruct. Ja, kann man sehen, wie zum Beispiel, ob das jetzt Cheaten ist oder nicht. Wie gesagt, jeder kann das Spiel so spielen, wie er es gerne möchte und so, wie es ihm Spaß macht. Debatten zu führen, was Cheating ist und was nicht. Ja, das kann man ins Unendlose treiben. Jetzt habe ich das Handy schon wieder nicht auf lautlos geschaltet. Ich fasse es nicht. Kann man halt bis ins Unendlose treiben. Naja, auf jeden Fall auf der Startseite gibt es auch noch ein paar Referenzen zu YouTube-Videos, wo noch ein bisschen Scripting gezeigt wird. Wie gesagt, ich mache kein extra Scripting-Tutorial, weil es gibt genügend Vorredner, die das schon gemacht haben und besser erklären können als ich. Und wer tatsächlich der englischen Sprache, dem Listening Comprehension, gewachsen ist und es auch kann, der kann sich tatsächlich dieses Beginners Guide hier auf YouTube und hier auf diesem Link, kann er sich das dann tatsächlich dann zur Gemüte führen. Ist richtig, richtig gut. Dann gibt es hier ein paar Beispiele, sind noch aufgelistet. Wie gesagt, das ist aus dem Englischen übersetzt worden. Da gibt es schon mal so ein paar Beispiele, die man hier nehmen kann, etc. Wie gesagt, das Deutsche ist ein bisschen schlecht übersetzt. Man muss sich das dann immer meistens um zwei Ecken denken, was der Autor damit meint. Aber weiter unten auf der Seite gibt es das Ganze nochmal in Englisch. Und wer der englischen Sprache mächtig ist, dann hätte ich lieber gesagt gehabt, hier auf dem Englischen schauen, weil dann kann man sich es besser im Kopf übersetzen. Des Weiteren ist noch eine Steam-Community-Seite. Das ist nämlich die Astix Scripts-Mod, die wir uns da nämlich installieren. Hier ist es das Ganze nochmal auf Englisch geschrieben, wie das Ganze installiert wird. Da gibt es auch irgendwo. Genau, gibt es auch eine Scripting-Demo im Workshop, im Steam-Workshop. Einfach abonnieren, runterladen und dann in einem separaten Save im Kreativmodus einfach mal reinspawnen lassen. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Anwendungsbeispiele. Ganz viele Anwendungsbeispiele, ich habe den Faden verloren, bezüglich dem Skripten. Richtig, richtig gut. Dann fängt es auch hier schon hier an. Some scripts you can copy and paste and use right now. Also manche, also hier, ne, die du jetzt copy-paste machen kannst und sofort verwenden kannst. Hier gibt es nochmal eine kleine Beschreibung, was es tut. Das ist jetzt hier ein Deconstruct-Skript. Ein anderes, also anders als das, wie ich es habe. Ist es aber nicht schlimm, es funktioniert genauso gut. Hier wird beschrieben, was es halt macht, was dazu benötigt wird und wie das Ganze jetzt halt angewendet wird. Ja, dass wir einen LCD-Namen brauchen, der dann heißt Skript und dann, naja, den Namen, den wir, einen Namen, den wir uns ausdenken müssen für das Skript, damit wir es auch wiederfinden können. Und dass wir dann unter dem Reiter Deconstruct steht dann steht hier Stuff, das ist der Name des Containers. Ja, der Container müsste dann Stuff heißen oder wir haben einen anderen Container, der sich dann Barren, Ressourcen, Blöcke oder sonstiges nennt. Nee, das ist Deconstruct, eigentlich wäre dann Blöcke eigentlich besser. Dann heißt unser Container Blöcke und hier müssten wir halt dann auch Blöcke reinschreiben und dann würde ja alles beim Deconstruct in den, wenn der Skript ausgeführt wird. Das zeige ich euch aber auch noch. Ich habe ein bisschen schon was vorbereitet, wo ich euch das Deconstructing bzw. das Recyceln einmal zeigen werde. Das machen wir dann aber in der regulären Folge. Ein Schluck aus der Kaffeetasse. Ja, das machen wir aber dann in der regulären Folge, wenn wir uns dann einer Basis dann zu Gemüte führen.
Genau, so, dann den Name, achso, Name, Another LCD Recommend, okay. Ein anderes LCD-Panel wird dann halt benötigt. Das zweite, was ich halt gesagt habe, es wird immer zwei benötigt. Größe einmal zwei. Und dann muss es halt dann dieses Name of Script, also wenn wir sagen, das heißt jetzt Script Doppelpunkt Deconstruct, dann muss das Ganze halt Deconstruct heißen, ne, haben wir gesehen. Container platzieren, da dann entweder Stuff heißt oder so, wie wir ihn hier oben benannt haben. Und dann, aber wie gesagt, wie das Ganze dann ausgeführt wird mit dem Deconstructen oder Recyceln, das zeige ich euch dann. Hier gibt es dann noch hier gibt's noch ein Skript fürs Recyceln. Ja, mein Handy geht gerade wieder ununterbrochen. Dann gibt es noch ein anderes Recycling-Skript, das habe ich aber nicht so ganz verstanden, was dahinter. Ah nee, das ist ein Hull. Ah, naja, man muss es mal ein bisschen lesen. Das ist ein Recycle-Skript, der nur die Hülle abbaut. Lese ich hier gerade, der nur die Hülle runterrupft und alles dann im Innern dann halt lässt. Naja, also man kann sich halt, wenn man sich einliest in die Syntax, das Ganze hier. Dann kann man da schon sich einiges zusammenzimmern. Was gibt es hier noch? Storage Contents Display, also was in den Containern halt angezeigt wird oder angezeigt werden soll. Das gibt es dann hier auch. Kann man hier auch machen. Der hat, wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, dann braucht man nur dieses Skript, ein LCD. Und ganz viele verschiedene Container und der Container muss so heißen wie der LCD, beziehungsweise LCD muss so heißen wie der Container, dann wird der Inhalt angezeigt. Es hat aber bei mir bisher noch nicht funktioniert, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Weil da arbeite ich nämlich auch dran, dass ich nur ein Skriptblock habe quasi, nur ein Skript LCD habe und dann viele verschiedene LCDs habe, die mir den Inhalt dieses Containers anzeigen. Dann haben wir hier noch dieses Schiff-Informationspanel, was ihr bei mir auch gesehen habt. Gibt es dann hier auch, wie gesagt, das ist hier auf der Steam-Community-Seite. Kann man dann sich schon mal die ersten Skripte dann raussuchen. Jetzt wollte ich das Video gar nicht so lange gemacht haben. Es sind schon 12 Minuten. Dann gibt es hier noch aus dem Imperium-Forum Skripts, die man sich hier auch anschauen kann, die hier User gepostet haben, wie das Ganze nachher aussieht. Einfach mal hier ein bisschen durchscrollen, durchblättern. Am besten anmelden, dann sieht man auch kann man sich auch die Bildchen hier aufrufen. Hier bei mir jetzt nicht, muss ich jetzt angemeldet sein. Sieht man auch die Bildchen, wie das Ganze nachher in der Ausgabe aussieht. Gibt jede Menge Content, Inhalt, Seiten, Diskussionen, wie auch immer. Hier 38 Seiten voll und dann gibt es hier noch eine zweite Seite, einen zweiten Forum-Post. Gibt es auch schön mit Videos verlinkt. Schön dazu. Also man kann schon vieles, vieles mit Skripten machen. Man muss es nicht machen, man kann es machen. Jeder so, wie es beliebt, jeder so viel, wie er möchte. Ja, es ist ein Nice-to-have, kein Must-have, das Ganze. Und ja, man kann sich ein bisschen angenehmer damit gestalten. Ja, wie auch immer. Ich liebäugel, ja, ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Ich liebäugel hier mit dem Script Active Radar. Eigentlich cool gemacht, das Ganze. Der zeigt dann nämlich an, wo sich irgendwo welche Entitäten im All aufhalten, per Koordinaten halt. Richtig cool, dafür muss aber auch das Safe Game editiert werden und Safe Games editieren, naja, weiß ich nicht, da bin ich jetzt tatsächlich persönlich kein Freund von. Gut, jetzt noch zum guten Schluss, weil die Frage auch gestellt wurde in dem Kommentar, wo der Speicherort des Safe Games von Imperium ist, und zwar, ich habe es jetzt mal hier reingeschrieben in dem Skript. Safe Game Speicherort ist auch in Imperium, in dem Root-Ordner von Imperium, und da gibt es einen Ordner namens Saves, und da liegen die ganzen Safe Games drin. Cool. So, das nehme ich dann mir hier oben aus dem Block wieder raus. Wie gesagt, das ist mein Recycling und Deconstruct-Skript alles in einem. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann, wenn es dann soweit ist. Zack, das nehmen wir nochmal hier raus. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ja gut, jetzt habe ich das Video echt 15 Minuten lang laufen lassen fast. Und ja, das auf jeden Fall dazu die Voraussetzungen, die ihr braucht fürs Skripten. Wie gesagt, geht nicht alles ohne Mods. Wie gesagt, es ist nur eine Mod und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Rumprobieren und beim Basteln und ihr könnt mir dann gerne mal eure Ergebnisse zeigen.
Falls ihr daran Interesse habt und was gebastelt habt, dann zeigt mir doch einfach eure Ergebnisse, würde ich mich freuen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns um 16 Uhr zur Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.